10 Meter Höhe der Männer. Ja, und ich glaube, hier im Niedersachsenstadion schaut man jetzt besonders auf die Bahn 5. Denn in diesem dritten Monat... Qualifiziert haben sich jeweils aus den Läufen der Sieger und aus allen Läufen die 11 bestgelaufenen Zeiten. Es steht aber noch aus der 5. Vorlauf. Und im 5. Vorlauf wird unter anderem dabei sein die Startnummer 8. Bleibt. Das wäre natürlich eine kleine Sensation im Umstoß. Sie ist derzeit nur Vierte hinter Müller, Krieger und Knochscheid. Aber das kann natürlich noch eine Änderung bedeuten. Erstaunlich, dass die Berlinerin hier kämpfen musste, so kämpfen musste. Ines Müller bislang 2023, Heidi Krieger mit neuer persönlicher Bestleistung 1977 und Helma Knochscheid gleichfalls 1985. Ilona Briesnik ist geschlagen. Derzeit ist die Zweite. Frage, ist Ines Müller bereits die Siegerin? Wir sind logischerweise technisch noch nicht so befestigt und haben ein bisschen mehr Schwierigkeiten mit den Bedingungen, wenn beispielsweise der Ring glatt ist. Das ist ganz normal. Und da haben wir wieder die Königin in der Konkurrenz. Ilona Slupjanek. Ihre Erfolge muss man mittlerweile nicht mehr aufzählen, der Name Ilona Slupjanek allein genannt, wirkt für ihre Qualität. Sie ist ungefährdet mit ihren 21,46 Meter aus dem ersten Durchgang und es ist keine Frage, wer jetzt Lehrmeisterin werden wird. Das war der 5. Versuch auch von ihr. Kugelstoßen der Frauen. Claudia Loff aus Fürth. Sie führt den Wettbewerb an mit 19,61 Meter. Helma Knochscheid ist
weiteren Weltmeisterschaft zu dem zweiten Durchgang. Ilona Brisnik führt mit 19 Metern und 64. Zweite Heidi Krieger 1962 und dritte Ines Müller 1960. Also es ist ziemlich eng an der Spitze. Und möglicherweise hat sich Helmer Knorscheid nun mit diesem Versuch auch in diese Region geschoben. Und dritte Ines Müller 1960. Also es wird ziemlich eng an der Spitze und möglicherweise hat